Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder zurück, euer Udin. Und wir kommen zum Hardware-Video des Ligao Audio Extractor. Muss ich selber nochmal gucken, nicht, dass ich es falsch sage. So. Und zwar wollen wir jetzt erstmal, bevor wir uns die Hardware an sich angucken, die Gumminippel raufmachen. Die sind wieder extra mit bei. Dass wir da denn keine Schlieren auf den Schrank machen oder dass jetzt standfest ist. So, und die seht ihr ja, ich habe mir das Ding hier vorgelegt, ich klebe das einfach in die Ecken rein, das ist rucki zucki erledigt, dass denn das hier überall in den Ecken die Bopsel kleben. So. Und ein Bobbel fehlt noch, und zwar der Bobbel. So. Und dann haben wir halt hier wirklich nur wieder ein Stromkabel mit bei. Und der Kabel, seht ihr ja, der ist wieder ziemlich lang. Auch wieder CE und TÜV geprüft und alles drum und dran. Wir haben die Bedienungsanleitung in Englisch und die Bedienungsanleitung in Deutsch. Und dann haben wir hier das Gerät an sich. Wir haben hier oben wieder Ligavo stehen, unten haben wir wieder die Punkte und natürlich in der Mitte hier auch wieder die Produktbezeichnung. Hier haben wir wieder ein Metallgehäuse, was ich sehr schön finde, mit hier so kleinen Nuten. Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Die kleinen Nuten, die könnt ihr sehen. Und an der Seite haben wir hier noch schön Platz. Da könnt ihr komplett durchgucken auf die andere Seite. Hier geht mit dem Finger gerade lang. Seht ihr das? So. So, so. Da könnt ihr meinen Finger so ja durchsehen und dort natürlich dann logischerweise auch. Wartet mal, ich mach mal so, dass man das, sieht man das, wie sieht man das am besten? So, und mit der weißen Wand. So, da seht ihr das. Dass hier auch wirklich schön Luft drin kann, von links und von rechts, und die Platine innen drin schön gekühlt wird. So, dann haben wir hier vorne den Input. Einmal Strom, dann haben wir eine LED, dann haben wir HDMI in, dort haben wir dann noch ein grünes Lämpchen, hier haben wir dann auch noch einen Knopf zum ARC und hier haben wir auch noch einen Umschaltknopf Audio 2.0 oder 5.1, da können wir dann hier halt umschalten. So, Audio, dann haben wir, also die ganz rechts hier ist Audio, dann machen wir einmal rüber ist 2.0 und ganz rechts ist 5.1. Auf dem Punkt werde ich es natürlich stehen lassen. Und hier kommt der Sound rein. Und jetzt kommt es, dort ist der Ausgang. Ihr seht, hier haben wir natürlich mehr zur Auswahl. Wir haben einmal das HDMI-Output. Das heißt, das HDMI-Signal, was ihr vorne reinprügelt, kommt hinten auch komplett so wieder raus. Mit Bild, mit Ton, mit allem drum und dran. Zusätzlich haben wir jetzt hier diese beiden. Einmal Cinch, die ihr dann auch mit einem Cinch-Adapter jederzeit auf Klinke machen könnt. Und einmal optisch. So, wenn ich mal so mache, ist ein bisschen freundlicher. Das heißt, ihr könnt mit diesem Produkt könnt ihr praktisch ein HDMI-Signal den Ton abgreifen und auf Cinch, beziehungsweise Cinch, was ihr denn mit einem Adapter zum Beispiel von Cinch auf Klinke machen könnt, oder auf optisch, das ist da, könnt ihr den Ton dann weitergeben. Zum Beispiel bei mir jetzt zum Beispiel wäre dann so, wenn die PlayStation 3 und PlayStation 4 keinen optischen Ausgang hätte, oder der HDMI-Verteiler keinen optischen Ausgang hätte, dass ich den Ton direkt abgreifen kann. Weil PlayStation 3, PlayStation 4 haben ein optisches Signal. Der Receiver hat auch ein optisches Signal, glaube ich. Meiner? Hat er? Hat er, glaube ich, hat er. Aber die Wii hat kein optisches Signal. Und dadurch
Amazon hat, glaube ich, auch, aber wenn ihr dann zum Beispiel Apple TV und sowas habt, die haben kein optisches Signal. Also keinen optischen Output. Da kaut er das Ding einfach dazwischen. Das HDMI-Signal wird genauso wie ihr reinjagt, auch wieder rausgejagt. Nee, falsch, falsch, so rum ist es. Hier. Ihr reinjagt, kommt genauso wieder raus. Ihr habt aber die Möglichkeit, den Ton abzugreifen. Für mich sehr interessant, deswegen wegen dem optischen, dass ich es zu meinem Headset jagen kann. Ja? Deswegen ist das für mich verdammt interessant. Und da wird es dann auch eine Kombination geben. Ich werde es einmal so komplett zeigen. Im Hardware-Video werde ich nachher noch machen. Ein Hardware-Check-Video, das erste Hardware-Check-Video, wo ich es anschließen werde und euch zeige, wo ich es anschließe und warum ich es anschließe und wie ich es anschließe und warum gerade so. Und dann wird noch später mal eine Kombination aus diesem Gerät und noch einem HDMI-Verteiler kommen, wo ich und vielleicht im zweiten HDMI-Verteiler, wo wir dann auch nochmal auf die einzelnen Spezifikationen eingehen können und nochmal erklären können, warum ich dieses jetzt dazwischen jage. Wird auch nochmal hier mit zwei Sachen dazwischen und drei Sachen später im Jahr noch. Da kommen noch ein paar richtig geniale Sachen von Ligavo raus. Und ja, deswegen war das jetzt erstmal fürs Hardware-Video. Ich hoffe, hat euch interessiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wir würden uns dann gleich im Unbox, ach Quatsch, im Hardware-Check sehen, wenn ich es anschließe. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.